Hallo meine Lieben, irgendwie die Knopf ist viel zu weit, komme ich nicht zu meiner Kamera. So meine Lieben, heute ist Montag und Tag Abenteuersbotschaft, glaube ich, habe ich vergessen zu sagen, dass heute ist Montag und schöne Wochenstart habe ich vergessen euch zu. Bis ich den Platz habe hier, dass es mir bequem ist. So, und jetzt machen wir Legung. Ich möchte gerne Liebesbotschaft für euch. Und ich hoffe, die Karten werden diese Liebesbotschaft für euch, für jede Einzelne rüberbringen. Ich hoffe es. Ich freue mich. Meine Lieblingskarten sind wieder bei mir, wieder dabei. So, ich hoffe, ihr könnt sehen. Die erste und die zweite. Welche Liebesbotschaft wird dich in Kürze erreichen? So, meine Lieben, erste und die zweite. Mal schauen. Wow, wow, wow. Ich vermute, du wirst eingeladen zum Gespräch, zu einem Date. Ich sehe hier Date. Ganz gemütlichen, ganz so spontanen Date. Oh ja, oh ja, du wirst da strahlen. Das ist deine Chance, rauszukommen, dich zu zeigen, dich zu präsentieren. Ich sehe, du warst schon etwas länger zurückgezogen gelebt vielleicht. Natürlich, erstens war Winter, zweitens war die Lockdown. Ja? Endlich, ich sehe hier Einladung auf einen Drink. Kaffee trinken. Gläschen Wein oder Sekt spielt keine Rolle. Aber das ist eine Chance, rauszukommen. Eine Chance, dich hübsch zu zeigen, egal wer du bist, Mann oder Frau. Wenn ich sehe das als ein Date, ich werde ein bisschen Karten ausfragen. Was wollen die dir sagen? Auf jeden Fall hier steht Flirt angesagt. Bitte auf gar keinen Fall Themen, Job, schwere Leben, durchkämpfen. Ich bin alleinerziehende Mutter, bla bla bla. Bitte genieße diese Date. Versuche es nicht, deine alltäglichen Probleme, die du hast, egal wer du bist, Mann oder Frau, nicht zu präsentieren. Genieße den Tag. Versuche dich zu zeigen von bester Seite, von sonniger Seite. Meine Lieben, das heißt nicht, dass du musst Maske anziehen oder so. Relaxen. Zieh dich zurück, nimm dieses Glas Wein oder egal was, Kaffee oder sowas. Ich sehe das auf jeden Fall. Natürlich, ich weiß, das ist noch, wie soll ich sagen, Die Kaffeehäuser vielleicht sind noch nicht offen oder sowas. Aber, meine Lieben, kann man Kaffee to go nehmen und spazieren gehen. Einfach plaudern, um sich kennenzulernen. So, 7 Stunden. Seit du diese Legung gesehen hast, 7 Stunden, na, 6 Monate nicht, das glaube ich nicht. Nochmal. 7 Stunden, nochmal, 7 ab diesem Moment, wann du das schaust, 7 Stunden frühesten. Aber trotzdem wird bei manchen sich abspielen, früher, später. Aber du bekommst spätestens in einem Monat ein Date. Aber ich glaube nicht, dass zu spät. Ich schaue jetzt nochmal. Ah, ganz schnell, ein paar Stunden, in ein paar Stunden, maximal ein paar Tage, bekommst du eine Einladung auf einen Drink, auf einen Spaziergang. Hier könnte auch
sonniger Tag Ausflug machen. Auch ein Ausflug. Nur bitte, Picknick könnte auch sein, aber hier ist mehr ein Date. Auch wenn das dein Nachbar, dein Kollege, dein Kollegin, egal wer das ist, hier ist trotzdem Note hier sein von einem Flirt, von einem Date, weil ich sehe hier auf jeden Fall Flirte, leichte Verliebtheit, Verspieltheit. Rate jetzt noch für dich, ich werde nicht mehr viel sagen. Warnung, öffne dich, genau, öffne dich, zeig dich, vor allem wenn du eine Frau bist, weil siehst du, hier ist Chance auf mehr, Chance auf eine Liebe. Nur musst du dich nicht von kühle Seite zeigen, nicht mit deinen Problemen. Ist egal, ob du Gesundheitsprobleme hast oder genieße diesen Moment hier und jetzt. Du musst, wie soll ich sagen, das ist Fehler, wenn Menschen fangen an beim Date, beim ersten Date sogar über Ex reden. Auf gar keinen Fall. Rede über schöne Wetter, rede über die Zukunft, stelle richtige Fragen. Zum Beispiel, wo siehst du dich in 5 Jahren oder in 10 Jahren? Das ist das Richtige. Was magst du auf dem Pizza haben? Und dann siehst du schon, ob dieser Mensch passt auf dich oder nicht, zu dir oder nicht. Weil wenn du stellst Frage, wo siehst du dich in 10 Jahren? Vielleicht dieser Mensch will auswandern oder möchte 10 Kinder haben und das sind nicht deine Pläne. Genauso mit Pizza zum Beispiel. Welche Gerichte magst du? Wo warst du schon? Wo willst du noch verreisen? Wo willst du unbedingt leben auf dieser Erde? Versteht ihr solche Fragen? Versucht gegenseitig euch kennenlernen und nicht sofort eure Problemen, Sachen da, wo ihr noch mit Ex-Mann habt oder mit Kindern. Das könnt ihr schon erwähnen, aber nicht betonen. Viel Spaß. Hier könnte etwas werden, meine Lieben. So, die zweite. Welche hier? Übrigens, sieht so aus. Sieht so aus. Beide gleich. Ja, nur hier ist mehr gefühlmäßig, mehr Emotionen, locker. Hier auch eine Einladung, aber ein mehr seriöser Gespräch zwischen Kolleginnen, Kollegen, Nachbarn, neue Projekte zusammen besprechen, sowas Ähnliches. Aber wir schauen, welche Liebesbotschaft ist hier für dich? Übrigens, hier eine hier gibt es verschiedene Möglichkeiten, was hier könnte sein. An erster Stelle sehe ich mehr Einladung von dem Chefetage. So kann man sagen. Dein Chef, deine Chefin wird dich zum Beispiel in deine Bü in seine, in ihre Büro einladen, um ein Gespräch, um schlau aus dir zu werden. Hier aufpassen, weil wenn du dich richtig gut präsentierst, hast du die Beförderung. Hier hast du wirklich Chance auf eine Beförderung. Hier aufpassen. Alles hängt von deinen Handlungen, wie du dich zeigst, wie du dich benimmst. Hier wird mehr professionelles Gespräch geführt, aber das ist doch Liebesbotschaft, oder? Hier, deine Chefetage, so sehe ich das, meine Lieben. Egal, ob das ist bei der Arbeit, könnte sogar sein in der Familie, meine Lieben. Mensch,
der dich einladet zu einem Gespräch, möchte von dir über jemanden rauszufinden, dass du ähnlich gesagt wie ein Spion bist. Hier ist eine schwere Aufgabe für dich. Ich sehe, du wirst bekommen eine Aufgabe. Oh ja, oh ja. Und hier hängt von dir ab, wirst du jemanden verraten? Wirst du ein Spion spielen für jemanden? Oder kann sein, du bist, wie soll ich sagen, nicht joblos, aber unbeliebt. Du wirst unbeliebt bei deinem Chef oder Chefin oder Familienmitglied. Hier könnte verschiedene Sachen sein. Ich sehe hier auf jeden Fall Einladung auf ein Gespräch, von dir etwas rauszubekommen. Irgendwie eine Information, meine Lieben. Hier hängt von dir ab, wie du klug das anstellst und weise. Du hast genug Intelligenz, so wie aussieht, Reife, um dieses Gespräch in die richtige Richtung zu lenken. Und jetzt noch Rat für dich. Sei offen, sei ehrlich. Glaube an Gott, Gott hilft dir übrigens. Und versuche es nicht aufdringlich etwas zu erzählen. Halte dich mehr zurück, sei mehr kühl, rede nur über deine Wünsche, deine Ziele, nicht über Kollegen, über Kollegen. Versuche es so, auch wenn das Familiengespräch ist. Zum Beispiel, Mutter ruft dich an, möchte gerne über deinen Bruder wissen. Oder über deine Schwester wissen oder über deine Tante oder dein Onkel möchte über jemanden wissen. Versteht ihr, was ich meine? Hier ist nicht unbedingt jobmäßig. Hier könnten auch Nachbarn gegenseitig, weil du mit jemandem befreundet bist oder jemanden kennst besser als diese Person. Hier könnte jede mögliche Person, aber ich sehe hier mehr männliche Person. Und so wie aussieht, wenn du richtig das einstellst, du gewinnst nur. Sei offen, sei ehrlich, sei zurückhaltend, pass auf das, was du sagst. Das heißt, trotzdem locker bleib, nimm das als Erfahrung, diesem Gespräch, weil durch deine Zunge hängt deine Zukunft. Verstehst du? Du wirst oder Feinde haben oder Freunde haben. Auf zwei Hochzeiten kannst du sowieso nicht spielen. Hier aufpassen. Einfach sei freundlich, sei ehrlich, aber nicht zu viel preisgeben. Kühle Distanz, kühle Kopf bewahren. Ich sehe hier kein Getränk, hier ist mehr seriöse Gespräch. Hier auf jeden Fall mehr Liebesdate. Cool, gefällt mir. So, meine Lieben, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag oder Nachmittag schon. Passt auf euch auf. Und wer geht schlafen? Gute Nacht und wir sehen uns morgen beim Tagesbotschaft. Alles Gute, meine Lieben, alles Liebe. Und ich werde mich freuen, wenn ihr Likes und Kommentare mir schreibt. Alles Gute. Tschüss, Papa, meine Lieben.